Hallo, einen schönen guten Abend. Und yeah, yeah, yeah. Ja, yeah, hallo. Yeah, yeah. Das könnte auch so meine Standardbegrüßung werden, ist aber in dem Fall der Titel von dem Stück, das wir gerade gehört haben, von der WDR Big Band. Yeah, yeah, yeah. Ja, und yeah, yeah, yeah ist auch ein super Opener für heute Abend, denn Robert und ich freuen uns wahnsinnig, dass es heute WDR at Philharmonie mit dieser wunderbaren WDR Big Band gibt. Und dirigiert wird die Band heute von Lars Seniuk. Doodlebox haben wir das Konzert genannt. Doodlebox, das ist ja so eine Mischung aus zwei Wörtern, ne? Aus Dudelsack und aus Beatbox. Zwei Sachen, die noch wichtig werden heute Abend. Wir hätten es deswegen auch Beatsack nennen können. Das klingt aber wie so eine Beleidigung für einen Rhythmusmusiker, haben wir uns gedacht. Deswegen dann doch lieber Doodlebox. Doodlebox klingt schön. Finde ich auch. Ja, und diese Instrumente, die sind natürlich noch nicht im Einsatz. Die Solisten sind ja auch noch gar nicht da. Ja, aber das ändern wir jetzt. Die erste Solistin des Abends, die kommt aus Schweden und heißt Gunhild Karling. Und ihr werdet noch im Laufe des Abends merken, was die Dame so extrem besonders macht. Also angenommen, sie wäre jetzt keine Musikerin, sondern Sportlerin, ne? Dann könnte sie zum Beispiel Basketball, Curling, Volleyball, Völkerball, Rudern, Laufen, Handball, Marathon, Tischtennis, Synchronschwimmen, Skispringen, Fechten und Reiten. Warte, ich habe mitgezählt, es fehlt noch was. Und zwar Hockey, Speerwerfen, Hochsprung, Bobfahren, Angeln, Snowboarden, Hürdenlauf, Bergsteigen, Badminton und Schach. Ja, wir haben versucht, 25 Sportarten aufzuzählen. Das ist gar nicht so leicht eigentlich. Nee, Gunhild spielt nämlich 25 Musikinstrumente und ein paar davon hat sie heute mitgebracht. Hier ist jetzt erstmal die WDR Big Band zusammen mit Gunhild Karling und You Are the Music.
You're every book that I read, every page indeed, you're every chapter. Yeah, you're everywhere I look, you're the Tower of Pisa, Colosseum to refer. And in fact, the smile of the Mona Lisa, and the scream as well. In every movie you are, you're the hero, you're the star, you personify your love play. Starry of glory that they play on Broadway. Your theater is too good to be true, so adore you is all I can do. You're an inspiration, you're a sensation. This song, the music is you. Kinder. Also ich freue mich wirklich hier zu sein und mit dieser fantastischen Band zu spielen. Einen riesen Applaus! Ich liebe dich. Also ich habe jetzt Deutsch studiert und ich habe gelernt ein paar Worte, ja und nein und Fußball und ich liebe dich, okay? Und so habe ich komponiert Melodien, aber ich werde in Englisch singen. Und also nächste Song, Gesang ist wenn wir hören einen Feueralarm. Was bringt man das mit? Man muss das Wichtigste mitbringen, wenn man hört den Feueralarm. Zum Beispiel die Perlen. Genau. Und Korsetten. Ja. Und die Strumpfhosen. Ja. Und die Liebesbriefe. Und natürlich die Schallplatten von Billie Holiday. Ja. Ja, dann wissen wir das. Westdeutsche Rundfunk Big Band. Und so spielen wir Fire Alarm.
are shocking. Grab your coat, escape this frantic place. Where's the money? Don't forget them honey pearls and shiny stockings. And the garters, the one with the satin lace. Where's my dress? Where's my hat and glove? Rush this mess. Here is a band in love. Where's the Lily and records with Billy Fats? The rhythm is a rocking. At last, the photos of you from our holiday. So we're gonna play a song about love. Please, let's romantic. Also in Schweden, also so sagen alle. The Big Bang Theory has lost its sense to me. Galaxies turning and we are learning. It's just gravity. Well, Newton's fruit fell down. Copernicus said round. But science missing that when we're kissing, you change the whole cosmic idea. Two. Three, 'cause you, my entire universe, you turn the earth, you light the stars, you, oh how your smile just beams, you can move Charles Wayne and golden rain appears on Mars. The space, land on Venus in embrace, see the sunrise from a moon of Neptune, wherever in universe you are, I'll build a stairway to you. Thank you.
for you for 1,000 years. Das war You're My Entire Universe, die WDR Big Band mit Gunhild Karling. Aus Schweden kommt sie zu uns. Sag mal, aus Schweden spielen wir nicht am Samstag? Haben wir am Samstag nicht dieses extrem wichtige WM-Spiel gegen Schweden? Ja gut, das kann man jetzt in der Planung natürlich nicht wissen. Ach so, ja. Da müssen wir natürlich vielleicht jetzt in diesen emotional aufgeladenen WM-Zeiten demokratisch sein und sagen, wer ist dafür, dass sie bei uns bleibt, obwohl sie aus Schweden kommt? Ja, sonst hätten wir auch ein Problem gehabt. Aber hallo, gut, wir machen mit ihr weiter und zwar schauen wir uns jetzt einen Film über sie an. Diese Fußballzeiten, so muss man gelb und blau tragen. Ein klein wenig werde ich rot, gold und schwarz auch unterstützen. Man muss einen Sound haben. Man kann nicht nur eine Trompete und tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Man muss ba-ba-du-e. Ich spiele viele Instrumente, 25. Ich war aufgewachsen in einer Musikfamilie und wir haben gespielt, ganze Zeit alle. Wir spielten Barockmusik und Renaissance-Musik, mittelalterliche Musik und wir komponierten eigene Musik. I'm coming over to you now, beware. I'm gonna sit on your knee. On your lap. Oh, yeah. I like it. Musik ist Kommunikation und Pleasure, also feel good, gut Gefühl. Das ist das Leben, Gefühl und Kommunikation. Du und ich, wir haben eine Improvisation, also vielleicht morgen, nur du und ich, so kann ich ausfinden, weil ich hatte ein paar Ideen. Das können wir nachher machen. Das beste Ding, ich weiß, das ist Leute. Leute ist das, was ich liebe. Es war wie ein total Energie, nur Leute zu sehen. So, ja, ich mag Leute. You shall go free. Ja, mit Leuten können wir heute hier dienen. An die 1,000 sind wir hier. Gunhild Karling. Zum Glück gibt's Leute. Jetzt geht's hier weiter mit The Lady is a Tramp. Das ist ja so ein ganz alter Jazz-Klassiker, der schon unglaublich oft aufgenommen und gesungen wurde. Frank Sinatra hat ihn gesungen, aber auch zum Beispiel Lady Gaga. Nur mal so für die Bandbreite. Jetzt in der Version mit der WDR Big Band und Gunhild Karling. Of those gals, that's why a lady is a tramp. I love the free, fresh,
in my head, a life without care. I'm broke, but it's old. Hate California, it's cold and it's dead. That's why a lady is a tramp. Okay, now, Timo. Hello, folks. It's your spot. Timo! Is there anybody? Beziehungsweise, ich kann auch Deutsch. Hi. Okay, so, we, zusammen, also, zusammen werden wir jetzt improvisieren Beatbox, Trompete und Klavier. Ist das okay? Also, ich habe nie etwas mehr Hans schöner gesehen. Also, bist du frei? Okay, dann fangen wir an.
Jeb Patton am Klavier und alles, was ihr sonst noch gehört habt, hat ein Mann mit seiner Stimme, mit seinem Mund gemacht. Und das ist Timo Schnepf. Hallo. Unglaublich. Unfassbar und nicht geschummelt, alles mit dem Mund. Diese Leute nennt man ja auch Beatboxer, ne? Also Leute, die mit dem Mund solche Drum- und Beat-Sounds machen. Wenn ihr Timo mal im Internet eingibt, dann findet ihr auch so Tutorial-Videos, die wir mit ihm gemacht haben. Da geht es darum, dass er euch und uns allen zeigen kann, wie man dieses Beatboxing so ein bisschen lernt. Ist, glaube ich, nicht ganz einfach, aber probieren kann man es ja mal. Ja, und wenn man diese ganze Firma angeschaut hat, dann kann man ein ganzes Schlagzeug mit dem Mund nachmachen. Also eine Kickdrum, eine Snaredrum und eine Hi-Hat. Und er zeigt euch sogar noch, wie man mit dem Zeigefinger und dem Mund scratchen kann. Es ist total abgefahren. Wie ist die Aussicht, Timo? Ja. Ha? Sieht gut aus. Hallo. Sag mal, das ist schon nicht geschummelt, ne? Du hast da nicht in deiner Maschine irgendwelche Zaubertricks, die da noch so ein paar Extra-Beats machen. Du machst das schon alleine mit dem Mund. Ja, das war jetzt schon live, ne? Also da war nichts vorher aufgenommen oder so. Oder irgendwie der Bass. Die Snare. Das ist alles hier drin. Aber also, nicht nur bei mir, ne? Sondern bei jedem von euch, ihr wisst es noch nicht. Und wir können es bezeugen, wir sehen es aus nächster Nähe. Ja, und das Mikrofon ist von uns, das ist nicht manipuliert. Das ist so, wie es ist. Aber mich würde mal interessieren, wer von euch kennt Beatboxing? Mal bitte den Arm heben. Eine ganze Menge. Die meisten, würde ich sagen. Okay, und wer von euch beatboxt? Mal den Arm heben. Okay, oh, okay, ja, sweet, sweet. Wow. Moment, ich muss noch mal kurz bitte noch mal den Arm oben lassen. Okay, ein Herr im besten Alter. Sie beatboxen? Fantastisch. Was ist mit den Kids? Oh man. Okay, aber dafür haben wir ja die Tutorials. Ne? Ja, das kann man. Ich würde ehrlich gesagt würde ich Sie gerne beatboxen. Ich auch, ich glaube Sie nämlich kommen nicht. Sie doch ganz mal ehrlich, zu uns. Kommen Sie mal hoch auf die Bühne, bitte. Ja, weil. Wir machen eine kleine Session, oder? Das kann ja jeder sagen. Also, wenn wir das schon zusammen üben jetzt, dann mit ihm zusammen. Muss man da? Wer sind Sie denn? Wie heißen Sie denn? Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Dietmar. Dietmar. Und Dietmar. Du bist Beatboxer? Ja, auch. Auch. Dann komm mal mit, Dietmar. Dietmar, da habe ich direkt mal eine Frage. Wir nehmen dich in die Mitte, Dietmar. Ist dein Künstlername vielleicht Beatmar? gute Idee, nein. Ich singe mit einer Cappella-Formation, stimmt so. Heißen wir. Stimmt so aus Düren. Okay. Okay. Also, was wir jetzt probieren, ist eine kleine Beatboxing-Stunde. Ein Crashkurs? Ein Crashkurs. Vielleicht hast du da ein bisschen was auf der Pfanne für uns. Timo, bevor wir uns blamieren, kann das wirklich jeder erlernen? Oder ist das... Jeder außer du. Nee, sorry. Quatsch. Späßchen, jeder, ne? Also, auch du. auch wir. Sogar wir. Ja. Und ich würde sagen, die ganze Philharmonie kann Beatboxen lernen. Deshalb lassen wir jetzt mal die Philharmonie Beatboxen, oder? Ja, klar. Wir sind dabei. Philharmonie, was sagst du dir? Was sagst du, Philharmonie? Willst du Beatboxen? Jawohl. Ja, abwarten. Okay. Würde mal anfangen. Dass ich die Instrumente verteile, weil sonst ist vielleicht ein bisschen viel am Anfang. Was meinst du? Na? Dietmar, was sagst du als Assistent? Ja, erstmal mit einem ja, anfangen. Ja, wer weiß. Vielleicht ist er ja auch der. Wir müssen aber erstmal Beatmar Beatboxen hören. Deswegen verteile doch mal an ihn ein Instrument, weil das möchte ich mir wirklich mal anhören. Nee, ich würde anders anfangen. Ich würde eher sagen, eine ganz wichtige Lektion beim Beatboxing ist, jeder hat seinen eigenen Mund und jeder hat seinen eigenen Style. Und Beatboxing, ich weiß nicht, du machst es ja wahrscheinlich ein bisschen... Darf ich fragen, wie lange du das machst? Oh, schon ein paar Jahre. Ja. Und ich bin jetzt zum Beispiel auch, ich dachte, ich wäre einer von der älteren Generation, aber es gibt natürlich, Beatboxing gibt es immer schon. Ja. Es gibt Beatmar und es gibt viele andere Leute. Und ich weiß nicht, der ein oder andere kennt vielleicht Bobby McFerrin. Es gibt unfassbar viele Styles, wie man Beatboxen kann. Und jetzt haben wir Beatmar natürlich hier. Der sorry, Name hängt, siehste? Sorry, das, ist ja. das hat sich eingebrannt gerade irgendwie. Willst du einfach mal eine kleine Kostprobe geben? Ja, unbedingt. Und ich steige vielleicht einfach dann ein bisschen dazu ein. Ja.
That's some serious shit. Geil, mega. Okay, aber du wolltest ja noch so einen Mini-Crashkurs für die Philharmonie machen. Okay. Jetzt musst du mit uns weitermachen. Jetzt kommt der zweite Teil. Okay. Okay. Wir teilen den Raum auf. Diese Seite macht den Kick. Der Kick, der Anfängerkick, der geht so. Boom. Okay? Ich mache ihn vor. Ganz einfach. Ich mache ihn vor. Ihr macht mit. Boom. 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 Boom, boom. Okay, yeah. Läuft. Super, klingt total fantastisch. Also am Boom liegt schon mal nicht. Das läuft. Okay, wow, wir haben nicht nur ein paar Hi-Hats, wir haben ziemlich viele Hi-Hats. Okay, Hi-Hat. So ein leicht genervtes Pss. Okay, ich mach vor, ihr macht nach. Okay, super! Kann es sein, dass wir nicht die einzigen zwei Beatboxer hier drin sind? Ich glaube, alle können Beatboxen. Na. Ich glaube, Beatmar hat schon mal so einen Crashkurs vorhin im Foyer gegeben. Ja, heimlich. Okay, und jetzt die Königsdisziplin. Die Snare. Also, die Snare. Die sind ja schon ein bisschen genervt mit komm uns nicht mit dem scheiß Beatbox. Ihr macht jetzt also das ist tatsächlich ein bisschen der schwierigste Sound, aber versucht einfach so eure Lippen dabei zu benutzen und zu sagen. Man muss schon ein bisschen genervt sein für die Beatbox-Geräusche. Ja, ne? Ja, man muss ein verloren gegangener Heavy-Metal-Artist. Okay, ich mach's vor, ihr macht's nach. Wow, macht mal bitte Applaus. Also Applaus für euch alle, aber... Da geht was. Nochmal, ich mach nochmal vor. Ich brauche einen Schirm. Yeah, Level 3. Oh shit. Also ich bin beeindruckt. Und jetzt alle zusammen, oder was? No, all together. Okay, ich mach den Beat mit. Und dann steigt ihr einfach ein, wenn ich euch das Handzeichen gebe, ja? Beziehungsweise ich fange mit dem Beat an und ich gebe euch dann Handzeichen. Alles klar? Ja. Jo. Ja. Okay. Mach mal. Okay. Okay. Sehr schön. Erstmal Applaus für euch. Ich sehe da ganz großes Potenzial. Und jetzt schneller werden. Okay. Urteil, Beatmar. Ja, perfekt. Alle haben Talent hier. Fantastisch, ja. So, aber das war jetzt erst der Anfängerkurs. Den fortgeschrittenen Kurs, den gibt es nämlich nach dem Konzert. Im Foyer findet dann ein Meet and Greet mit Timo statt. Und dann wird er euch nochmal so die richtigen Skills beibringen. Dann ist der auch nicht mehr so nett, dann wird es richtig hart. Richtig? Bockhart. Bockhart, neues Wort. Es geht weiter bei uns mit der WDR Big Band und einem absoluten Swing-Klassiker. It Don't Mean a Thing. Applaus an Dietmar. Mach nochmal Applaus für Dietmar. Und für Timo. Und viel Spaß.
So, a very big hit for Louis Armstrong and for Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Dean Martin, was Mac the Knife. And Mac the Knife is ursprünglich eine deutsche Gesang. So now I will sing in Swedish. Und der Haifisch, der hat Zähne und die dreht er ins Gesicht. Doch McHeath, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an den schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Geht ein Mensch dort um die Ecke, den jeder Mackie Messer nennt. Mensch. Doch das Geld hat Mackie Messer. Aber dass man nicht beweisen kann. Denken wir dir, wie war. Thank you.
Okay. I have heard that in Cologne everybody can sing jazz. Is that true? And it's because of VDR. Yeah? Okay, everybody. Because you there, you said really not everybody, but I will say everybody. Listen, okay. Sing after me. Come on. Yes, yeah. We are not in Sweden now. We are in Germany. You have to give everything. We müssen alles geben, okay? Noch einmal. Yes, yeah. You gotta give a little, take a little. Let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You gotta laugh a little, cry a little. See the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. As long as there are two of us, we have the world and its charm. But if the world is ruined, we have each other's arms. You gotta win a little.
That's the glory of love. Okay, so now I have to ask about your opinion here now. You feel good? Vi viele von euch vill gärna jazz hören. Oh, das war niemand. Okay, so vi viele wollt, okay, das ist ein Jazzkonzert hier. Okay, so vi viele, also nur han så. Vi viele wollt mittelalterliche Musik am Dudelsack hören. Also, was ist in, okay. Aber Publikum hat immer recht. Ich habe vorbereitet ein Material und diese kriegt 29 Minuten. Ja, aber es fühlt viel länger. Und das werden wir jetzt spielen, okay? Okay, so now everybody together, we have to play some more kind of rock and roll, okay? Rock and roll!
Fuß. Alter Schwede, passt da mal ganz gut. Wow. Sorry, ich war noch in der Garderobe. Du hörst es, oder? Du merkst schon, also wir sollten jetzt mal drüber reden. Worüber reden? Über das, was du anhast. Mein Sakko, oder was? Bisschen weiter unten. Ach so, ja. Wenn jetzt schon Dudelsack auf der Bühne ist, dann bin ich flexibel, so kleidungstechnisch. Das ist aber auch eine Sache des Respekts. Also da ziehe ich dann aber auch gerne mal das an, was ich da noch so ganz unten im Schrank habe. Wir lieben dich. Ja, ja. Also, Gunnel, endlich sag's mal einer. Gunnel, du siehst, wir sind total beeindruckt. Robert zeigt es auf seine Art und Weise. Sag mal, wie bist du eigentlich als Schwedin drauf gekommen, Dudelsack zu spielen, das zu lernen? Warst du in Schottland? Hier sind einige. Ich spielte mit meiner Familie dann so verschiedene Musik, so mittelalterliche Musik. Also ich habe also Krummhorn und Schalemeien und also Harfe und ich spiele viele Instrumente. Und so war ich eingeladen zu einem mittelalterlichen Festival und habe gespielt. Aber in Abend so sagte sie, oh, wir haben kein Orchester, also die Orchester zu den Jazzklubben hat nicht gekommen, kannst du da spielen? Und ich hatte nur die Dudelsack. So ich war da, weil ich sage nie nein. Und so war ich da und ich sage, okay, spiele ein Blues. Und so spielte ich. Und alle, wow, ein Mann, no. Okay, was spielen wir das? Ein neuer Blues. Okay, so wir spielten Blues den ganzen Abend. Robert, du bist auch richtig heiß drauf. Sollen wir das mal ausprobieren? Meinst du, du kannst uns mal ein bisschen was zeigen? Ja, ich habe mich ja nicht umsonst umgezogen. Ja. Also Dudelsack habe ich tatsächlich noch nie, ich glaube, noch nicht mal angefasst bis jetzt. Ich auch nicht. Würde wirklich gerne mal Dudelsack lernen, wir beide. Kannst du uns das zeigen? Das Problem ist, jeder von uns hat ein Mikrofon in der Hand. Vielleicht können wir das irgendwie zusammen machen, Robert und ich. Eine Hand haben wir jeweils frei. Wir sind ja ein Team, ne? Wir machen einfach zu zweit. Du spielst alleine irgendwie drei Instrumente. Kein Problem. Wir machen zu zweit einen Dudelsack. Problem. Kein Problem, sagt sie. Guck, super, Robert, die kennt uns meine nicht. Güte. Ja. So, einer hält, der andere bläst, oder wie machen wir es? Du hier, so. Bitte. So, ich habe schon mal den Sack unterm Arm. Wo muss ich hin? Huch, ach so. Ich bin. Moment mal, ja. Und jetzt, pust. Sehr schön. Kann ich irgendwie helfen? Okay, und dann drücken. Ich kann's. Weiter. Kannst du auch mal. Komm mal. Also Isabel, der war jetzt aber geklaut, der Song. Ja, ich finde das... Ich habe nicht geübt. Nee, das machen wir hier nicht, sowas. Sag mal, Gunel, kannst du eigentlich mal, du spielst ja so viele Instrumente, du hast im Film gesagt 25. Kannst du mal, so schnell es geht, alle Instrumente aufzählen, die du spielst? Also, jetzt muss ich erklären. Also, es ist nicht besonders, viele Instrumente zu spielen. Alle hier spielen viele Instrumente, aber man ist gut ein oder zwei Instrumenten. Oder so hat man eine besondere Stimme auf ein Instrument. So, dann kann man das zulegen zu den... Und ich habe so viel gespielt, aber ich habe gemacht an YouTube einen Film, wo ich spiele fast ein paar Instrumente. Welches fehlt denn noch? Welches Instrument musst du unbedingt noch lernen? Noch hast du noch eins auf deiner Wunschliste, so ein Instrument, das du noch nicht kannst? Gibt es das überhaupt? Which instrument do Versucht you have to learn? Alto Sax. Okay. Ah, und ich nehme gern Lektionen. Bei wem denn? Aha. Carolina oder Johann? Lass mich raten. Ja, guck mal, komm mal mit dem Rock auf Johann, die Bühne, schon geht die Stimmung los. Johann, hast du ein Date, glaube ich? Okay, so werden wir zusammen spielen? Oder ja, oder Fragen? Wir machen jetzt weiter. Ja, klar, wir spielen zusammen, also außer uns. Wir gehen jetzt wieder. Und die WDR Big Band spielt zusammen mit Gunhild jetzt Never Gonna Give Up. Viel Spaß. Okay, so now, jetzt spielen wir typische Disco-Musik. Aus den 20er Jahren. Thank you.
strangers to love. You know the rules, and so do I. A full commitment is what I'm thinking of. I'm never gonna give you up, never gonna let you down. I'm never gonna run around or desert you. I'm never gonna make you cry, never gonna say goodbye. I'm never gonna tell a lie or hurt you. What's your name now again? I've got a Jeff. You know, I'm a little in love with you. Okay, so are you married? Are you married? I had some plans. Okay, let's play something romantic. Yeah, you are fantastic. An applause.
wann der schwedische König war 70 Jahre alt und hatte ein riesengroßes Fest, so war ich eingeladen zu spielen. Und ich hatte komponiert einen Gesang und diese Melodie hatte also 5 Millionen Views am Internet, so es war also eine wenige Hit. Es war Hothead und wir werden es spielen jetzt. Und die Geheimnis mit dieser Song ist, dass ich habe nur When the Saints geschrieben, When the Saints Go Marching In, aber ich habe ausgetauscht Melodie und Text und Harmonie. Aber der König sagte danach sehr gut, gut mit neue Musik. Carling und die WDR Big Bands. So, das offiziell letzte Stück des Abends. Deswegen würde ich sagen, wir müssen mal ein paar Namen raushauen, oder? Auf alle Fälle. Wir stellen jetzt mal diese Band vor, und zwar satzweise. An den Saxophonen Frank Jacobi von links nach rechts, Carolina Strassmeier, Johann Hörlen, Paul Heller und Jens Neufang. Die Posaunen: Ludwig Nuss, Raphael Klemm, Andy Hunter und Mathis Zederberg. Und die Trompeten: ganz links außen Wim Bott, Anja Hanna, Rob Reunen und Rüd Holz.
Und dann haben wir die Rhythmusgruppe Paul Shigihara, John Goldsby, Jeb Patton und Hans Decker. Und das Ganze unter der Leitung von Lars Senjuk. So, muss irgendwer eine Bahn kriegen oder wollt ihr noch was hören vielleicht? Eindeutig. Haben wir uns auch überraschenderweise schon gedacht und uns eine Idee überlegt. Wir möchten von dem, was als nächstes kommt, gerne ein Video machen. Und zwar ein Video aus nicht nur einer Kameraperspektive und auch ja, nicht nur aus ein paar, ehrlich gesagt. Wir machen jetzt was ganz Verbotenes. So. Normalerweise ist das in der Philharmonie überhaupt nicht gerne gesehen, vor allem bei klassischen Konzerten. Und im Unterricht ist es auch nicht erlaubt. Ihr holt jetzt alle mal bitte eure Handys raus. Verbotene Sache. Mhm. Handys raus. Jetzt wird gekramt. Sehr gut. Und mit, du hast da eins, super. Ja, toll. Eins ist schon da. Ja. Und da leuchtet schon eins. Sehr gut. Und wir möchten euch bitten, bei der Zugabe beim letzten Stück mit euren Handys zu filmen. Und diese Filme schickt ihr uns bitte im Anschluss an das Konzert zu. Und das macht ihr am besten folgendermaßen. Ihr geht, die Seite wird jetzt hier eingeblendet, auf die musikvermittlung.wdr.de Seite. Und dort haben wir ein Upload-Tool eingerichtet. Da könnt ihr eure Filme hochladen. Und wir werden diese Filme dann in den nächsten Tagen zu einem großen Film zusammenschneiden. Und ihr könnt euch den am Montag dann auf dieser Seite anschauen und auf der Facebook-Seite der WDR Big Band. Ja, da habt ihr dann mitgemacht. Oder wenn ihr jetzt merkt, mein Speicherplatz ist voll, ich kann hier gar kein Video machen, dann gäbe es noch eine zweite Möglichkeit. Ich mache das mal gerade vor. Darf ich dir mal mein Mikro geben? Komm. Natürlich, Robert. So. Das ist jetzt so ein bisschen fummelig, aber es wird sich lohnen. Handy raus, Lampe an und dann habt ihr ja diese bunten Folien bekommen, diese kleinen Streifen. Jetzt wisst ihr auch, bunte warum. Bunte Folie davor halten, dann ist das nämlich, wie geil ist das denn, ein Farbeffekt. Und das sieht dann hinterher gesammelt aus wie so ein schöner, bunter, leuchtender Farbkasten. Das könnt ihr auch machen. Sehr schick. So, ne? Oh, und dann geht noch das Licht aus. Das sieht wunderschön aus. Werdet ihr alles dann in diesem Film sehen. So. Jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt beim nächsten Stück. Und das sagen wir, da legen wir uns fest. Dieses Stück, das ihr jetzt hört, das kennen hier wirklich alle. Hör mal, ein Sonnenuntergang am Strand ist ein Witz dagegen. Das ist, ich werd emotional. Genau wie das Lied übrigens. Fünf Buchstaben ist der Titel und es geht ums Glücklichsein. Hier ist die WDR Big Band, Timo Schnepf und Gunhild Karling. Alle zusammen. Kommt heran. Und wir assistieren eine Runde, oder? Did you miss something? Did you miss that I had a new dress? In Sweden, they always woo. Okay, so I take it one more time. Dankeschön. Hat jemand heute Geburtstag? Hier? Ja. Hier, da und so. Die, wie Geburtstag hat, also reisen Sie. Und ich spiele eine Fanfare, komponiert von Karl-Heinz Stockhausen.
see what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that can go to space. In the air, but I don't care. That's why, because vielleicht noch ein bisschen Beatboxen lernen möchte. Das hat ja heute schon gut geklappt, aber jetzt in der Profi-Version. Es gibt gleich noch ein Meet and Greet mit unserem Beatboxer, dem Timo, oben im Foyer hingehen und ein bisschen Beatboxen drauf schaffen. Vielen Dank an die WDR Big Band. Vielen Dank an Gune, an Timo, unseren Beatboxer. Und natürlich an den Dirigenten, an Lars Senior. Everybody.
Thank you.